Wir sind bei der vorletzten von insgesamt 8 Saisonstationen des Yamaha R6 Dunlop Cups auf dem Sachsenring. Hier die Draufsicht auf diese Strecke, die ja eine ganz besondere Besonderheit hat. 3,671 Kilometer lang, aber eben 10 Linkskurven und nur 4 Rechtskurven. Das ist also das, was es hier am Sachsenring besonders schwierig macht, dass es eigentlich immer nur linksrum geht und irgendwann geht es dann doch mal eine Rechtskurve und da hat man hier und da schon ein paar Probleme. Zum einen, dass die linke Flanke aufreißt, zum anderen, dass eben teilweise die rechte Seite eben einfach nicht so warm wird. Philipp von Gunten, er holte sich die Pole Position 1:29.130 für ihn im Training. Also es waren ja ein bisschen andere Verhältnisse dieses Wochenende, ohne freies Training. Und am Anfang kam ich auch noch nicht so gut zurecht, lag bis Mitte des zweiten Qualifyings auf dem 13. Platz. Dann gab es einen kurzen Unterbruch wegen dem Sturz von Niki Thuli. Danach haben wir nochmal einen neuen Hinterreifen montiert und das hat dann eigentlich sehr gut gepasst. Bin dann immer wie schneller geworden und zuletzt noch 13. schneller als der Zweitplatzierte und hat dann für die Pole gereicht. Bin sehr glücklich. Ich hoffe, es wird bestimmt ein ganz spannendes Rennen, wenn wir alle so nahe beieinander sind. Und ich hoffe natürlich wieder mal auf einen Podestplatz, wäre sehr schön. Platz 2 ging an Marco Nekvasil vom Garin SKM, Emmons RT-Team. Er also mit der zweitbesten Zeit im Training. Der erste Qualifying war nicht ganz so gut, war nur Vierter. Mir hat auch noch eine ganz schöne Menge gefehlt zu meiner Trainingszeit von ein paar Wochen. War ein bisschen enttäuscht, wollte mehr, dann für das zweite Qualifying richtig attackiert. Hab von Anfang an einen guten Speed gehabt und ja, konnte konstant in 29er Zeiten fahren. Und bin also dementsprechend gut vorbereitet für morgen und ja, freue mich schon drauf, wird sicher ein lustiges Rennen. 0,361 Sekunden sein Rückstand. Rang 3, Danny Merz vom Motorland Mannheim Racing for Fun DE Team 0,377 Sekunden zurück und damit also dritte Startposition für ihn. Also heute, der Tag hat erstmal nicht so gut angefangen. Im ersten Training kamen die Zeiten gar nicht zustande. Dann haben wir am Fahrwerk noch ein bisschen was verändert. Und im zweiten Training kam es dann gleich viel besser. Die Zeiten wurden viel schneller. Vorne ist extrem eng. Hatte ich auch noch Glück, dass ich vorm Toni bin mit 2000stel. Ja, ansonsten trägt natürlich auch das Team dazu bei. Klappt super. Neuer Mechaniker seit 3 Rennen. Alles gut. Und Rang 4 geht an Toni Riedl sozusagen beim Heimspiel. 0,379 Sekunden zurück, also 2000stel nochmal langsamer. Ja, also heute früh war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil das Wetter so schlecht war. Und deshalb sind wir das erste Rollout nicht gefahren, weil war ja so kalt und nass und es war nichts wirklich. Und da sind wir dann als erstes Zeittraining erst gefahren. So. Aber ich denke, ich kann durch die Strecke ziemlich gut, also hatte ich da keine Probleme damit. Bin dann gleich schon in 29er Zeit gefahren und das war dann Platz 1 in der ersten Quali. Das war auch relativ gut, also ich war auch sehr zufrieden mit der Zeit. Es ging nur noch etwas mehr, aber zu dem Zeitpunkt war dann das Training zu Ende. So, dann zweite Zeittraining, habe ich mich auch wieder richtig reingehangen. Bin dann auf 3 zurückgefallen, weil dann noch zwei Fahrer nach vorne gefahren sind. Ich habe mich trotzdem in der Zeit etwas verbessert. Im Abbruch, weil ein Fahrer gestürzt ist, war auch Öl auf der Strecke und die mussten es ja dann erstmal alles wegmachen. Und dann danach nochmal versucht richtig anzugasen, nochmal versucht eine Zeit rauszuknallen und es hat auch funktioniert. Nochmal eine 29,5 bin ich ja nochmal gefahren. Aber es hat halt nicht gereicht, bin dann nur Vierter geworden, also nur Vierter. Ich bin trotzdem erste Startreihe, ich bin schon relativ zufrieden. Aber es wäre trotzdem noch mehr drin gewesen. Soweit Toni Riedl. Also zwischen Platz 2 und Platz 4 gerade mal 18.000stel. Andreas Klambauer dahinter auf der 5. Position. Manu Antweiler auf Position 6, 0,479 Sekunden zurück. Also auch nicht unbedingt ganz so viel. Bis Rang 12 alles innerhalb von einer Sekunde. Marc Buchner, die 47, auf Position 7 vom Fastbike-Service-Team Schüller. Er 0,517 Sekunden zurück. Robert Neubert, er auf Startposition 8, also ebenfalls noch in Reihe 2 unterwegs, auch für ihn ja sozusagen ein Heimspiel hier am Sachsenring. Dann haben wir Max Fritsch, der Nächste, mit einem Heimspiel. Er mit der Startnummer 11 auf Position 9 unterwegs. Dann haben wir im
Ville Valtonen, die Startnummer 13, den Finnen auf Position 10, 0,909 Sekunden sein Rückstand auf von Gunten. Patrick Zupančič, die 77, er auf Position 11, auch noch innerhalb von einer Sekunde. Und Julian Puffe, er 1,055 Sekunden zurück auf der 12. Position. Also sozusagen auch noch dort mit eingerechnet, eine Sekunde Rückstand. Dominik Engelin mit der 96 auf Position 13. Die Startposition also für ihn. Und Niki Tuli, der Gesamtführende, der ja hier in diesem Rennen schon alles klar machen könnte. Nur im Training auf Position 14 gekommen, hatte ein paar Probleme, kommen wir dann im Laufe des Rennens nochmal dazu. Alain Bonnet, die 67 auf Position 15, also der Franzose, in diesem Jahr läuft es einfach nicht wirklich rund, war ja einer der Top-Favoriten vor dem ersten Rennen auf den Titel in diesem Jahr gewesen. Reto Wiederkehr mit der 46, der Schweizer auf der 16. Position und dann haben wir Martin Dordig vom Vector Billy KM Racing Team auf der 17. Position. Auch gutes Trainingsergebnis für ihn. Boris Bergqvist auf der 18 und Sebastian Frotscher auf Position 4. Er wartet immer noch auf seinen ersten Punkt, aber hier mit Startplatz 19 zumindest mal ein guter Anfang. Sebastian Zielinski, die 57 auf Position 20 hier im Training gefahren, der Pole, und Christopher Cotton Russell mit der 43 auf Position 21. Dann Michael Irtschik auf Startposition 22 und Marcin Malecki mit der 75 auf Position 23 und letzter in der Startaufstellung auf Platz 24, Bartosz Ostrowski, also insgesamt nur 24, die hier an den Start gehen. Nochmal die Übersicht, also die ersten drei Reihen hier nochmal von Gunten, Nekwasil, Merz, Riedel, das war eine ganz enge Kiste, dann Klammbauer, Antweiler, Buchner, Neubert, Fritsch, Valtonen, und eben auch Julian Puffer auf Position 12, das alles innerhalb von einer Sekunde. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Also nur 6 Startreihen hier an diesem Wochenende im Yamaha R6 Dunlop Cup. So, dann schauen wir also rein hier in dieses Rennen und wollen auf den Start schauen. Den schauen wir uns aus der Perspektive des Polesetters an, aus Sicht von Philipp von Gunten. Also das Motorrad geht vorne hoch und das gleich mal Marco Nekwasil zumindest ganz kurz vorbei. Allerdings ist er dann auf der äußeren Linie von Gunten, kann also seine Führung hier direkt nach dem Start erstmal behalten. Also die erste Runde mal mit Philipp von Gunten. Also wir haben wieder richtig schöne Onboard-Aufnahmen von ihm bekommen und können damit also hier dieses Rennen aus seiner Sicht so ein bisschen nachvollziehen. Werden wir auch einen großen Anteil in diesem Video diesmal drin haben. Also kommt da richtig gut weg. Wie gesagt, Marco Nekwasil etwas besser direkt weggekommen, aber von Gunten dann auf der besseren Linie hin zur ersten Kurve. So, dann runter Richtung Karthalle. Dann hier das kurze Stück nochmal richtig beschleunigen und dann geht schon wieder den Berg hoch. Das ist praktisch die Gegenseite zu Start und Ziel. Und Sie merken schon, es geht immer wieder links rum. Ganz, ganz viel links. Und jetzt kommt dann eben doch mal so eine Rechtskurve. Und das war so ein Unfallschwerpunkt an diesem Wochenende in allen Klassen gewesen. Dieses Bergabstück, diese rechts in die im Bergabstück. Und dann, ja, geht's halt weiter mit links rum. So, einmal links. Dann noch eine kurze Gerade hin zu Start und Ziel. Und dann geht es den Berg wieder hoch hin zu Startziel, hin zur Startzielgeraden. Also immer noch sind wir dabei bei Philipp von Gunten, der hier nach der ersten Runde also als Führender wieder vorbeikam bei Start und Ziel. Insgesamt ja 15 Runden hier zu absolvieren auf dem Sachsenring. Also 15 Runden, das ist eigentlich so ja in dieser Saison auf fast allen Rennstrecken die Distanz gewesen. Marco Nekwasil hier vorbeigegangen. Ende Startziel. Also 15 Runden, das passt irgendwie dann bei den meisten Strecken ganz gut, dass man auf die Renndistanz kommt. Nekwasil jetzt also auf der führenden Position vor Philipp von Gunten. Dahinter hatten wir dann auch Toni Riedel und auch Danny Merz war in der Anfangsphase da noch richtig gut mit platziert gewesen. Aber wir haben eben gedacht, oder ich habe eben gedacht, wir schauen uns die Startphase dieses Rennens diesmal onboard an, sind da also mal direkt dabei bei Philipp von Gunten beim Schweizer. So, Marco Nekwasil, also die Führung hier zu Beginn des Rennens in der zweiten von insgesamt 15 Runden. Und jetzt wollen wir dann doch mal so ein bisschen durchzählen, wie es denn aussieht
insgesamt hier im Yamaha 6 Dunlop Cup bei diesem Lauf. Da ist nämlich Toni Riedel jetzt mal vorgeschnippt auf die dritte Position. Also da merkt man schon, es wird hier richtig, richtig eng. Und Niki Tulli, naja, seine Startposition war ja jetzt nicht unbedingt die beste. Aber er konnte sich da schon in der Anfangsphase durchaus weiter nach vorne arbeiten. Aber wie gesagt, ganz, ganz vorne da eben Nekwasil, jetzt Riedel und dann von Kunden. Hier haben wir es mal in der Reihenfolge. Dahinter dann Danny Merz und wir schauen mal, das gelbe Motorrad von Niki Tulli, das war da auch schon richtig weit vorne mitzusehen. Das Feld schon weit aufgerissen, hier Ende der zweiten Runde, Anfang der dritten Runde. Und hier haben wir dann auch die 75 gehabt. Marcin Malecki und Michal Irtschik am Ende des Feldes unterwegs. Also das Feld doch ein bisschen zusammengeschrumpft im R6 Cup hier gegen Ende der Saison. Beispielsweise Patrick Kosiniak ja immer noch außer Gefecht wegen seiner Verletzung, die er sich in Schleiz zugezogen hat. Marcel Weihe ja ebenfalls dort richtig schwer gestürzt. Auch er kann also nicht mit dabei sein. Also das summiert sich dann schon im Laufe der Saison. Toni Riedel auf der zweiten Position. Aber ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. Zwischen Nekwasil ganz vorne, dann Toni Riedel, dann von Kunden. Und direkt dahinter haben wir dann also auch schon ja, Danny Merz gesehen gehabt. Und auch Niki Tulli, der jetzt mittlerweile hier schon auf die vierte Position hinter von Kunden vorgefahren ist. Danny Merz, er ist dann hier zu diesem Zeitpunkt auch schon ein bisschen zurückgefallen. Ist ja immer gut zu erkennen an seinem quietschgrünen Helm. Hier auf der im Moment mal fünften Position, beziehungsweise muss ich da eben auch schon heftig wehren und wird diese fünfte Position jetzt verlieren. Jawohl, also da ist das Marc Buchner, müsste das gewesen sein, beziehungsweise auch Manu Antweiler dort in dieser Gruppe mit drinne gewesen, aber auf jeden Fall den März eine Position zurückgefallen. Hier haben wir die beiden nochmal im Clinch gehabt, Robert Neubert, Klambauer hatten wir dann ebenfalls noch mit dahinter gehabt, aber ansonsten, wir sehen es schon, das Feld doch jetzt schon weit auseinandergerissen, nach nicht mal einem Drittel des Rennens. So, Nekwasil führt vor Niki Tulli, der jetzt bereits Zweiter ist, dann von Gunten, der greift da mal den Niki Tulli an, aber das hat noch nicht gereicht zu diesem Zeitpunkt. Hier haben wir Sebastian Frotscher, der sich da also auch natürlich Hoffnungen, berechtigte Hoffnungen machte hier am Sachsenring, endlich seinen ersten Yamaha R6 Dunlop Cup Punkt einzufahren. Aber im Rennen gestaltete sich das Ganze dann auch etwas schwieriger. Niki Tulli in der Verfolgung von Marco Nekwasil und Philipp von Gunten weiterhin auf der dritten Position. Also Niki Tulli einen richtig guten Start gehabt, nachdem das Training alles andere als optimal verlaufen ist, ist gestürzt. Und ja, letzten Endes hat er sich da auch ein bisschen wehgetan. Das war allerdings nicht ganz so schlimm, also er konnte hier ja trotzdem mitstarten und dass das richtig gut funktioniert, sehen wir ja. Aber auch das Motorrad war arg in Mitleidenschaft gezogen worden und vorne entwickelte